Hallo Freunde, in den vergangenen Videos habe ich erklärt, wie wir auf den Beitragsbescheid des Beitragsservice reagieren und nur auf den Beitragsbescheid. Ich habe auch erklärt, dass alle vorhergehenden Schreiben, Mahnungen, Zwangsanmeldungen und so weiter erstmal völlig uninteressant sind. Denn nur der Beitragsbescheid ist als Verwaltungsakt überhaupt erstmal für uns bindend, sofern er denn rechtlich überhaupt unterschrieben ist, beziehungsweise eine elektronische Signatur enthält. Das tut er natürlich nicht, wird er auch nicht haben und deswegen ist der Beitragsbescheid an sich eigentlich schon nichtig. Aber falls er entsprechende Anforderungen erfüllt hat und ihr entsprechend das in den vorangegangenen Videos beschriebene Schreiben inklusive der AGBs an den Beitragsservice geschickt habt, wird Folgendes passieren. Der Beitragsservice selbst wird überhaupt nicht auf das Schreiben reagieren, wie uns die Erfahrung gezeigt hat. Aus dem einfachen Grunde, da sie es nicht können. Sie können sich nicht legitimieren als staatliche Institution, das sind sie ja auch nicht, denn sie handeln ja im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also ARD, ZDF, MDR, WDR, Bayerischer Rundfunk und so weiter. Diese wiederum können sich auch nicht legitimieren, auf welchen Staat sie sich berufen. Die berufen sich auf den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag seinerseits ist, das habe ich auch schon nachgewiesen, kein gültiges Gesetz. Es ist ein Vertrag, bei dem man mir und vielen Bekannten nicht nachweisen konnte, wer hat diesen Vertrag überhaupt unterschrieben. Also welche Personen sind daran beteiligt gewesen, das Ding für die entsprechenden Haushalte geltend zu machen. Das konnte mir keiner nachweisen und wird in Zukunft auch keiner nachweisen können. Das aus dem einfachen Grund heraus, sollte sich dafür irgendjemand verantwortlich bekennen, kann man ihn dann kräftig zur Kasse bitten, weil dieser Vertrag dann zu Lasten Dritter gefallen wäre. Demzufolge werden die sich dahingehend auch hüten. Sie machen Folgendes, was eine Firma auch nicht darf, das steht auch im 10-Punkte-Plan der GEZ mit drin, von der Webseite Heimat und Recht. Sie dürfen keine Verträge zu Lasten Dritter schließen, das ist das eine. Und das zweite ist, sie dürfen auch keine Gerichtsvollzieher beauftragen. Sie müssen erst den Weg der Mahnverfahren gehen. Erste Mahnung, zweite Mahnung und so weiter. Das tun sie auch, aber ohne rechtliche Grundlage. Das heißt, sie schicken uns entweder Mahnschreiben, erste Mahnung, zweite Mahnung und dann den Gerichtsvollzieher, ohne dass vorher ein Beitragsbescheid erlassen wurde. Oder aber sie nutzen den Beitragsbescheid und schicken dann gleich den Gerichtsvollzieher. Oder sie tun auch beides, aber in jedem Fall ohne staatsrechtliche Grundlage. Kurz zusammengefasst, eine Grundlage wäre das Erheben eines Beitrags, Gebühr, Steuer, auf Grundlage eines Sachverhaltes, der sie dazu legitimiert. Das heißt zum Beispiel Falschparken, überhöhte Geschwindigkeit. Das können sie auch nachweisen. Damit hätten sie dann das Recht, zum Beispiel eine Strafgebühr zu erheben für das Übertreten der Geschwindigkeit. Hier kommt dann das Ordnungswidrigkeitengesetz zum Tragen. Allerdings, auch hier fehlt dann wieder der Nachweis, wer hat sie dazu legitimiert, diese Rechtsordnung zur Anwendung zu bringen. Wohingegen natürlich noch erwähnt werden muss, dass das Ordnungswidrigkeitengesetz auch keine Gültigkeit hat, durch den Wegfall des Einführungsparagrafen, in dem der Geltungsbereich festgelegt ist. Was es mit dem Geltungsbereich auf sich hat, das habe ich anhand der Beschlüsse und Urteile im vergangenen Video schon nachgewiesen. Kommen wir nun zu den Gerichtsvollziehern. Der Gerichtsvollzieher bezieht sich zunächst einmal auf die sogenannte Gerichtsvollzieherordnung. Die Gerichtsvollzieherordnung vom 15. Dezember 2003 wurde aufgehoben und ersetzt durch die Gerichtsvollzieherordnung vom 1. August 2012. Beide Gerichtsvollzieherordnungen haben verschiedene Paragraphen, die aber mit Wirkung vom 1. August geändert wurden. Und das sehen wir uns einfach mal an. Links seht ihr die alte Fassung von 2003 mit dem Inhalt bzw. auf der rechten Seite seit 1.8.2012 gültige Ordnung. Im ersten Paragraphen seht ihr die Rechtsstellung des Gerichtsvollziehers. Der Gerichtsvollzieher ist Beamter im Sinne des Beamtenrechts. Dieser Paragraph ist aufgehoben. In Paragraph 2 ist die Dienstbehörde festgelegt, und zwar, dass die unmittelbare Dienstbehörde bzw. der Dienstvorgesetzte der aufsichtsführende Richter des Amtsgerichtes ist. Das wurde aber ergänzt, und zwar bei einer ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung handelt der Gerichtsvollzieher selbst. Selbstständig. Das heißt also, er ist kein Beamter mehr, der Gerichtsvollzieher ist selbstständiger und nicht unmittelbar der Leitung des Gerichts unterstellt. In Paragraphen 4 im Verhältnis zum Paragraphen 2 sehen wir nochmal, der Gerichtsvollzieher übt sein Amt persönlich aus. Das ist aber völlig irrelevant, da er laut Paragraph 1 gar kein Beamter mehr ist und demzufolge auch kein Amt hat, das er persönlich ausüben könnte. Nun stellt sich natürlich die Frage, was tut der Gerichtsvollzieher bzw. in wessen Auftrag handelt er? Um das herauszufinden, verfolgen wir einfach die Spur des Geldes. Die Spur des Geldes bringt uns zum Paragraphen 10 zum Diensteinkommen. In dem stand früher, der Gerichtsvollzieher erhält eine Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst. Und dieser Paragraph ist aufgehoben. Das beantwortet erstmal nicht die Frage, woher er
er seine Einkünfte bezieht, beziehungsweise wer sein Auftraggeber ist. Das beantwortet aber die Frage, wer es nicht ist. Er wird zumindest nicht mehr nach dieser Gerichtsvollzieherordnung bezahlt. Nun kommen wir an der Spur des Geldes erstmal nicht weiter. Wir wissen, dass der Verfasser dieser Verordnung den Gerichtsvollzieher zumindest nach seinen Regeln nicht bezahlen möchte. Aber der Gerichtsvollzieher muss ja auch irgendwie seine Brötchen verdienen. Wie tut er das? Unter Zuhilfenahme des Paragraphen 15, die Annahme von Vergütungen. Der Gerichtsvollzieher darf für seine Amtshandlungen, die keine sind nach Paragraph 1, keine besonderen Vergütungen annehmen, fordern oder sich versprechen lassen. Dieser Paragraph ist aufgehoben. Herzlich willkommen in der BRD-Korruption. Somit wurden dem Gerichtsvollzieher sämtliche Amtshoheiten entzogen und ihm wurde das Rechtsmittel der Fremdfinanzierung in die Hand gegeben. Er darf sich also von jedermann bezahlen lassen. Das ist bis hierhin auch nicht weiter schlimm. Es wird nur dann schlimm, wenn er sich weiterhin als Beamter ausgibt, dieses aber nicht nachweisen kann, dass er Beamter wäre und auf Grundlage von gefälschten Dokumenten, also nicht unterschriebenen Zwangsvollstreckungsbefehlen seitens eines Richters, denn er kann seine Amtshoheit ja auch nicht nachweisen, bei euch vor der Tür steht und dort versucht, illegal irgendwelche Gebühren einzutreiben, in wessen Namen auch immer. In den vergangenen Videos habe ich auf dem Geltungsbereich von Gesetzen rumgehackt, mehrfach nachgewiesen, dass es einen räumlichen Geltungsbereich geben muss für jede Gesetze. Dies betrifft natürlich auch den Gerichtsvollzieher. Sehen wir es uns mal an. Der Paragraph 20 legt die örtliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers fest. Die örtliche Zuständigkeit des GV beschränkt sich, soweit nicht anders bestimmt ist, auf den ihm zugewiesenen Gerichtsvollzieherbezirk. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Eine Amtshandlung ist jedoch nicht aus dem Grund unwirksam, weil der GV sich außerhalb seines Bezirks befindet. Dieser Paragraph ist auch aufgehoben. Es gibt also auch keinen örtlichen Zuständigkeitsbereich mehr. Das heißt, dieser Mann darf umherstiefeln, jedem gefälschte Dokumente vor die Nase halten und dann dort tun und lassen, was er will, aber eben nicht mit uns. Wie wir uns aber gegen dieses Vorgehen der Gerichtsvollzieher wehren, das erkläre ich gleich noch. Der Gerichtsvollzieher läuft auch gern mal mit diesen sogenannten gelben Briefen durch die Gegend. Hier ein Beispiel mit dem Absender ARD, ZDF, Deutschlandradio. Hierzu berufen sich viele, wie zum Beispiel auch der Bernd Höcker, auf das Grundgesetz, wo der Geltungsbereich fehlt. Das hatte ich schon gehabt. Wir beziehen uns eher nur auf den Gerichtsvollzieher, da die Polizei das Grundgesetz wenig interessiert, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Also sehen wir uns mal in der Gerichtsvollzieherordnung um, was diese direkt zur Zuständigkeit solcher Briefe in Verbindung mit dem Gerichtsvollzieher sagt. Paragraph 22. Zustellungen durch die Post. Für Zustellungen ist der Gerichtsvollzieher zuständig, wenn es sich um Zwangsvollstreckungen handelt. Somit hat der Gerichtsvollzieher auch kein Recht, gelbe Briefe, sogenannte Amtsschreiben, zuzustellen. Die Frage, ob die gelben Briefe nun Amtsschreiben sind oder nicht, stellt sich ja gar nicht. Aus dem einfachen Grunde, da wir dem Beitragsservice schon die Aufforderung haben zukommen lassen, dass sie uns nachweisen sollen, dass sie ein Amt sind, beziehungsweise die Hoheitsrechte dafür besitzen. Haben sie nicht, der Gerichtsvollzieher hat auch keine Hoheitsrechte und solche Briefe auf und solche Briefe zuzustellen. Das reicht uns auch schon. Dazu brauchen wir kein Grundgesetz. Wir gehen direkt an die Personen ran, die vor uns stehen und kommen nicht mit dem Grundgesetz. Die sind mir zu allgemein gehalten. Hierzu auch nochmal ein kurzer Abstecher zum Grundgesetz. Artikel 20. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das konnte mir bisher keiner nachweisen. Mir konnte keiner eine Urkunde nachweisen, in dem die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gegründet wurde und so weiter. Im Absatz 4 gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen. Ja, welche Ordnung, stellt sich hier die Frage. Die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Somit beruft sich demnach jeder, der sich auf diesen Artikel beruft, auf die AGBs der Bundesrepublik Deutschland. Nicht als Staat, sondern als Verwaltung. Eingesetzt durch die Alliierten. Hier sei auch nochmal an die Rede von Carlo Schmitt 1948 erinnert. Nun ist es ja so, dass die Gerichtsvollzieher bei Zahlungsunfähigkeit auch gern mal zurückgreifen auf die sogenannte eidesstattliche Versicherung. Auch hierzu haben wir einen Gesetzestext in der GVO. Aufträge zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung aufgehoben. Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. Früher war es Aufgabe des Gerichtsvollziehers, diese abzunehmen. Allerdings käme es für uns sowieso nicht in Frage, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, aus dem einfachen Grunde, der Gerichtsvollzieher stellte erst einmal die Zahlungswilligkeit fest. Und die haben wir gegenüber dem Beitragsservice ja bekundet. Wir akzeptieren das, dass wir zahlen sollen, wenn sie uns nachweisen, dass sie das Recht haben, Hoheitsrechte auszuführen.
führen. Also fällt der Passus eigentlich weg. Auch hier nochmal kurz zum Thema Eid. Der Eid ist ein leiblicher Eid und dient der persönlichen Bekräftigung einer Aussage bzw. bei Falschaussage zum Tragen der Konsequenzen. Das bedeutet, nur Menschen können Eide aussprechen und keine Personen. Da wir aber juristisch Personen sind und keine Menschen, zumindest wenn es nach der BRD geht, deswegen die Versicherung an Eidesstatt. Nun gibt es aber auch noch die Möglichkeit der sachlichen Zuständigkeit. Auch diese können wir prüfen anhand des Paragraphen 24 der GVO. Welche Aufträge der Gerichtsvollzieher auszuführen hat, wird durch die Gesetze sowie Verwaltungsordnungen bestimmt. Somit hat der Gerichtsvollzieher sich auch nicht an Verwaltungsordnungen zu halten. Sehr interessant. Warum hat er sich nicht an Verwaltungsordnungen zu halten? Paragraph 1. Er gehört nicht zur Verwaltung. Er ist kein Beamter. Jetzt wird es aber am interessantesten. Sehen wir uns den Paragraphen 26 an, die unzulässigen Amtshandlungen bzw. die Ablehnungsbefugnis. Anträge zur Vornahme unzulässiger Amtshandlungen lehnt der Gerichtsvollzieher ab. Nein, er nimmt sie an, denn der Paragraph wurde aufgehoben. Somit hat die BRD bzw. der Verfasser dieser Gerichtsvollzieherordnung dem Gerichtsvollzieher die Freiheit in die Hand gegeben, auch unzulässige Amtshandlungen auszuführen. Drehen wir die Sache einfach um und sagen, er handelt nicht im Auftrag eines Staates. Denn ansonsten hätte er immer noch Hoheitsrechte als Beamter und alle nachfolgenden Rechte auf Grundlage der Paragraphen, die aufgehoben wurden, inne. Nun, vielleicht ist der Gerichtsvollzieher ja für irgendwas nicht zuständig. Sehen wir da auch mal nach in Paragraphen 28. Die sachliche Unzuständigkeit. Dieser Paragraph bezieht sich auf die Erteilung mündlicher Aufträge und ist auch aufgehoben. Das heißt, er ist weder für irgendetwas zuständig noch für irgendetwas unzuständig. Demzufolge geben wir ihm auch unsere AGBs in die Hand und wir werden dann sehen, was er mit unseren AGBs tut. Was tun wir nun auf Grundlage dessen, was wir jetzt über die Rechtslage der Gerichtsvollzieher wissen? Wir haben nun die Möglichkeit, dem Gerichtsvollzieher dasselbe Schreiben zukommen zu lassen. Er möge sich bitte legitimieren, auf welches Recht er sich beruft. Am klügsten wäre es natürlich, ihm nicht mitzuteilen, was wir wissen, sondern ihm im Unklaren darüber zu lassen. In ungefähr 80% der Fälle hat uns der Gerichtsvollzieher meistens schon mitgeteilt, dass er die Sache an den entsprechenden Gläubiger zurückgeben wird, was uns in dem Fall aber nicht mitgeteilt wurde. Wir gehen davon aus, dass es direkt der Beitragsservice war, der sich an den Gerichtsvollzieher gewandt hat, da die Gerichte für den Gerichtsvollzieher selbst nicht zuständig sind bzw. sich dort fein aus der Verantwortung gezogen haben. In einigen Fällen jedoch hatte der Gerichtsvollzieher zu dem Mandanten Kontakt aufgenommen, dies einmal schriftlich und auch telefonisch, woraufhin wir ihm dann die erste Rechnung zugestellt haben und er hatte dann von der Forderung abgesehen. In dem Einzelfall, als die Polizei vor der Tür stand, hatten wir es versäumt, beziehungsweise hatte der Mandant es versäumt, dem Gerichtsvollzieher noch die AGBs mitzuteilen. Das haben wir dann im Nachhinein noch getan und auch hier erfolgte dann die Zurücknahme der Zwangsvollstreckung. Beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, der Polizist, der dort versucht hat, die Tür einzutreten, hat dann entsprechender Privathaftung Schadensersatz leisten müssen. Im nächsten Video erkläre ich dann die Grundlagen für das Schreiben an den Gerichtsvollzieher. Die Bausteine sind eigentlich dieselben wie im zweiten und dritten Video erklärt. Das Anschreiben bzw. die AGBs könnt ihr direkt so übernehmen und an den Gerichtsvollzieher schicken. Ich habe eigentlich nur ein paar Änderungen vorgenommen, was das kommerzielle Pfandrecht betrifft. Ich habe hier die Währung Euro gewählt, weil die bei den Gerichtsvollziehern mehr zieht als die Forderung nach Silberunzen. Das sind aber nur kleine Änderungen. Im Groben und Ganzen könnt ihr das so belassen und direkt an den Gerichtsvollzieher schicken. Auch werde ich im nächsten Video noch den näheren Umgang mit eventuellen Zwangsvollstreckungsversuchen direkt vor der Tür erklären, was ihr dort machen könnt und auf was ihr euch dort berufen könnt.